Das ist ein Stirling-Motor und ich werde heute erklären, wie er funktioniert. Der Stirling-Motor besteht aus einem Heizzylinder, der hier erstmal den metallischen Zylinderteil darstellt. Es gibt einen heißen und einen kalten Teil dieses Zylinders. Man könnte auch von Heiz- und Kühlzylinder reden, wenn das System mit einem heißen und einem kalten Wärmebad gekoppelt wird. Das ist natürlich der Antrieb für diesen Motor. Der arbeitende Kolben ist der kleine Kolben hier oben. Dieser Kolben heißt Arbeitskolben. Der Arbeitskolben bewegt sich durch Luftdruck getrieben rauf und runter. Der Verdrängerkolben sorgt nur dafür, dass Luft entweder in Kontakt mit der heißen oder mit der kalten Platte ist. Die Arbeit des Arbeitskolbens wird über die Pleuelstange auf das Schwungrad übertragen. Und damit das ganze System laufen kann, brauchen wir natürlich dann unten eine Wärmequelle, die Hitze an den Heizzylinder abgibt, und eine Kältequelle oder kalte Luft, die die Wärme vom Kühlzylinder aufnimmt. Wie funktioniert der Motor nun im Detail? Wir beginnen zunächst mal in dieser Stellung. In dieser Stellung befindet sich der Arbeitskolben an der tiefsten Position. Es ist nötig, den Motor ein bisschen anzuschubsen. In dieser tiefsten Position erwärmt sich das Gas und es baut sich etwas Druck in dem Motor auf. Wenn wir den nun leicht anschubsen, dann passiert Folgendes, nämlich der Verdrängerkolben bewegt sich nach oben und das Gas ist im Kontakt mit der heißen Platte und erhitzt sich noch mehr. Dadurch baut sich größerer Druck im System auf und der Kolben wird nach oben gedrückt. Wenn der Kolben nach oben gedrückt wird, wird Arbeit verrichtet und das Schwungrad angetrieben. Wie wir sehen können, bewegt sich dann auch zeitgleich der Verdrängerkolben nach unten. Und während der Kolben nach oben steht, erreicht er seine tiefste Position und das gesamte Gas ist in Kontakt mit der kalten Platte. Das führt dazu, dass sich das Gas abkühlt, der Druck sinkt und das Schwungrad den Kolben nach unten drücken kann, beziehungsweise sogar die Luft sich zusammenzieht durch die sinkende Temperatur. In dieser untersten Position wiederum kommt wieder das Gas in Kontakt mit der heißen Platte, der Verdrängerkolben ist wieder nach oben gewandert und das Gas kann wieder Wärme aufnehmen und sich dabei ausdehnen. Der Druck steigt und der Kolben wird nach oben gedrückt. Erneut wird Arbeit verrichtet. Das Ganze läuft dann dank des Schwungrades wunderbar im Kreis. Um den Stirling-Motor vollständig zu verstehen, gehen wir die einzelnen Phasen des Stirling-Motors nochmal durch. In der ersten Phase beginnen wir mal mit der Position, in der der Arbeitskolben unten steht und damit das Volumen im gesamten Kolben minimal ist. In diesem minimalen Volumen, wir denken uns mal hier vielleicht eine Stellung, in der schon die Pleuelstange nach rechts ausgelenkt ist und das System sozusagen beginnen würde, wenn es sich weiter dreht, den Kolben zu heben, ist der Verdrängerkolben so positioniert, dass das Gas in Kontakt mit dem heißen Wärmebad ist, also mit dem Heizzylinder. Das Gas heizt sich auf und der Druck hat sein Maximum erreicht. Unter diesem maximalen Druck wird nun der Kolben nach oben gedrückt. Das heißt, das Volumen steigt vom kleinsten Volumen zum größten Volumen an. Das wäre der Beginn der Phase 2. Dieser Prozess ist isotherm. Das bedeutet, die Ausdehnung verursacht gleichzeitig einen Ausgleich der Temperatur des sich ausdehnenden Gases, das weiter Wärme aufnimmt. Der Arbeitskolben steht am Ende dieser Phase in der oberen Position. Das Volumen ist maximal und der Verdrängerkolben steht so, dass das Gas die Wärme aufnimmt während dieses Prozesses.
Das ist die erste Phase. Wir gehen dann über in die zweite Phase, die praktisch mit dem größten Volumen beginnt. In diesem Übergang von der ersten zur zweiten Phase wird Arbeit verrichtet, denn der Kolben wird ja in diesem Prozess von unten nach oben gedrückt. Wenn wir uns das in einem PV-Diagramm ansehen, dann ist diese verrichtete Arbeit gerade die rosa gezeichnete Fläche hier unter dem Graph T2. Diese Fläche ist als Integral über der Funktion P von V die verrichtete Arbeit beim Prozess der Ausdehnung. Die zweite Phase beginnt dann mit der Position der maximalen Ausdehnung, also des maximalen Hubs des Arbeitskolbens. In dieser zweiten Phase steht der Kolben quasi oben und ändert sich kaum in der Höhe. Aber während diese zweite Phase läuft, bewegt sich der Verdrängerkolben runter und verdrängt das Gas von der heißen zur kalten Platte. Das bedeutet, das Gas wandert vom Heizzylinder in den Kühlzylinder und kühlt sich dabei ab. Das bedeutet, in der Phase 2 ändert sich eigentlich das Volumen kaum. Der Prozess ist also isochor, aber das Gas kühlt sich ab. Von der heißen Temperatur T2 auf die kalte Temperatur T1. Und diese Temperatur T1 ist erreicht, wenn die Phase 3 beginnt. In der Phase 3 ist das Gas auf minimaler Temperatur und der Druck ist deswegen auch minimal, da ja gleichzeitig das Volumen maximal ist. Das heißt, das ausgedehnte Gas ist denkbar kalt und zieht sich zusammen. Es wird allerdings nicht wirklich Arbeit verrichtet, vielmehr verrichtet das Schwungrad in dieser Phase 3 Arbeit am Kolben und drückt diesen runter. Es wird wieder das Volumen V1 erreicht. Es geht ein bisschen der in der ersten Phase geleisteten Arbeit verloren. Quasi die verbleibende rosarote Fläche, die unter der T1-Kurve liegt. Darauf gehen wir gleich noch ein. Dieser Prozess ist wie die erste Phase isotherm. Das heißt, während sich das Gas zusammenzieht, beginnt sich dann der Kolben zu senken und erhöht leicht den Druck. Die Temperatur bleibt dabei weitgehend konstant, da sich ja das Gas in Kontakt mit dem kalten Wärmereservoir befindet und somit quasi die Druckabsenkung im System mit der Volumenverringerung isotherm einhergeht. Die vierte Phase ist dann erreicht, wenn die erste Minimalstellung des Volumens, also V1, das minimale Volumen erreicht ist. Dann bewegt sich der Verdrängerkolben wieder nach oben und schiebt das Gas in den Kontakt zum warmen Reservoir. In dieser Phase steigt die Temperatur deutlich an. Das Volumen ändert sich also wie in der Phase 2 vorher nicht. Der Kolben bleibt weitgehend konstant. Der Verdrängerkolben bringt das Gas in Kontakt zum heißen Wärmebad, wodurch die Temperatur und der Druck steigt und wir wieder die Phase 1 erreichen. Damit ist der Zyklus geschlossen. Insgesamt wird also beim Hub in der Phase 1 Volumenarbeit verrichtet. Das Gas wird verdrängt in Kontakt zur kalten Platte, um sich abzukühlen und es dem Motor leicht zu machen, ein bisschen Arbeit durch das Schwungrad aufzunehmen, sich abzusenken, das Gas wieder in Kontakt zur heißen Platte zu bringen, um wieder den Zyklus einzuleiten, der uns Arbeit bringt. Das Ganze läuft als Kreisprozess ab und die Arbeit ist letztendlich die eingeschlossene Fläche im PV-Diagramm zwischen den Punkten V1, V2 und den Kurven T1, T2. Ein Wechsel von isothermen und isochoren Prozessen.
Mathematisch berechnen wir die Arbeit dementsprechend als Ringintegral über den Ausdruck PdV. Das heißt, die Volumenarbeit, die unter dem Druck P verrichtet wird.